Der 22.12.2021 in Sinzig, Rheinland-Pfalz. Mit Erschrecken müssen wir feststellen, dass hier immer noch keine Maßnahmen für die Verkehrssicherungspflicht unternommen worden sind. Hier weiterer Unrat und Müll sich anhäuft, hier akute Gefahr für Leib und Leben gegeben ist. Hier können Menschen 5 Meter tief in den Tod stürzen. Hier sind überall die Pflastersteine entfernt worden, sodass Menschen hier einfach im Dunkeln stolpern können. Zusätzlich haben wir keine Notbeleuchtung, das heißt, die Kinder gehen hier im Dunkeln zur Schule. Die älteren Menschen müssen im Dunkeln hier über diesen unbeleuchteten Hof mit ihrem Rollator gehen zu ihren Wohnungen. 5 Monate nach der Flutkatastrophe werden immer noch Behälter für Brauchwasser durch Spülwagen gefüllt. Wir haben gerade erst wieder einen Spülwagen angefordert, weil das Brauchwasser alle ist. Das darf einfach in Deutschland nicht sein. Wollen wir mal gucken, was er hier macht. Unser guter Andreas füllt hier gerade Behälter mit Brauchwasser, um den Mietern hier in den Bereichen es zu ermöglichen, mit Eimern, mit solchen Eimern, Wasser abzufüllen, um ihre Toiletten zu spülen oder auch hier Wasser mit in ihre Wohnung zu nehmen, um unter widerlichen Bedingungen ihr Geschirr abzuwaschen. Das darf nicht sein. Hier sind Zustände, die kennen wir eigentlich nur aus Kriegsgebieten. Und soeben teilten wir Mieter mit. Die sind nach Deutschland gekommen und haben hier Schutz gesucht. Denn die Mieter kommen oder die Personen kommen aus Kriegsgebieten. Und die sagen, ich erlebe gerade meinen zweiten Krieg. Das sind Zustände wie in einem Kriegsgebiet und das kann nicht sein. Hier muss ich wirklich eindringlich an die Politik appellieren und an alle verantwortlichen Personen, alle Hebel in den Gang zu setzen, hier unverzüglich Maßnahmen zu ergreifen, dass solche Zustände einfach aufhören.